Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic hier im Ostblock der Liebe. Wir haben auch wieder ein bisschen mechanische Komponenten da. Wir haben da halt auch glücklicherweise muss man sagen, haben wir auch hier extrem aufgebaut. Also es kommen jetzt halt auch wirklich viele, viele Sachen noch dazu. Dafür müssen wir natürlich auf unsere Speicher zurückgreifen, die jetzt sich natürlich katastrophal entleeren. Aber das geht im Moment. So, das geht im Moment. Was wir auch machen müssen, meine Lieben, ist mal zu gucken, hier geht's auch, das läuft. Und hier schaut's gut aus. Ja, das ist okay. Also das lädt sich jetzt hier schön auf. Da kommen ja natürlich dann auch wieder Fahrzeuge und holen die Rinder ab. Ein Rind für das Kind. So, gut. Zurück zu dem eigentlichen Basic. Bevölkerung scheint sich zu stabilisieren. Kinder gehen auch weiter gen Null. Diesen Monat weiter absteigend. Die Bevölkerung wird zwar glücklicher, aber sie produzieren sich einfach, reproduzieren sich nicht mehr. Das ist schlecht. 171, mal gucken, jetzt 170. Die müssen natürlich erstmal wieder gut gesättigt sein und dann freuen sie sich auch wieder in der Fortpflanzung. Das ist das Problem. Schauen wir mal. Schauen wir mal ganz kurz. Ihr müsst eigentlich einen LKW nach dem anderen ranrumpeln und hier irgendwas entladen. Haben wir hier Fleisch zum Einkaufen? Ja, Fleisch kaufen wir auch zur Not ein, ne? Oh, da ist einer. Da bringt Essen. Der bringt Essen. 8 Tonnen Nahrung kommen hier ran. Das reicht halt überhaupt nicht, ne? Da kann schon der Nächste los. Ist okay, aber es reicht halt auch nicht. So, jetzt kommen die Käufer. Jetzt haben die Spitz gekriegt. Da gibt's was zu essen. Da gibt's was zu essen. Alter Schwede. 80 Mann vor dem Laden. 100. 150. 160. 200. 250 gleich, oder? Nee, doch, jetzt stabilisiert sich's. Wir versorgen die Leute. 200 Mann warten vor dem Laden. Jetzt geht's gleich nach oben. Das Essen ist auch gleich wieder weg. Jetzt müsste eigentlich der nächste LKW schon anlanden. Aber jeder, der hier was zu essen bekommt, wird auch irgendwann wieder arbeiten gehen. Das ist eine gute Sache. Da freuen sich nämlich unsere Leute, die hier Arbeitskräfte abholen. So, jetzt sind wir gleich leer. So, wir haben alle Leute vor dem Laden abgearbeitet. Oh, 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 jetzt kaufen Leute ein. Ui, da waren Passagiere drin. Aber das macht die Leute glücklich und happy. Ja. Und damit steigert das sich wieder 171 auf 168 runter von den Kindern. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt gleich einen unfassbar unverschämten Babyboom. Das wird eine richtige Katastrophe für unser Bildungssystem. Das sage ich euch jetzt schon voraus, dass das ein katastrophaler Ausgang nimmt. Das wird richtig schwierig. Weil wenn wir jetzt so viele freie Wohnungen haben, dass wir 18.000 Mann vorher untergebracht haben und jetzt nochmal also fast 10.000 freie Wohnraum haben, dann wird das jetzt gleich zum Problem werden. Ich denke, das wird schwierig. So, was wir auch aufbauen müssen, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Hier ist ein... Ja, genau. Hier sind die LKWs und wollen nämlich abzapfen. Obzoftis. So, da kommt nämlich schon der Nächste und will aufladen. Der soll 100% beladen. So. Welches Fahrzeug ist denn hier auf dem Weg? Die IKR sind das. Sind die auf irgendeiner Linie? Ja, das ist die Linie. Rename Linie. Das ist die hier. Die kommen alle aus der City raus und werden dann hier runtergefahren. Ja, gut, es soll mir ja egal sein, wo die herkommen. Stadt. Brothaus. So. Das geht aufs Brothaus, meine Lieben. Da ist ein Fahrzeug drauf. Warte kurz, ich muss den erwischen.
Dann lege ich die nämlich alle mal auf diese Brothauslinie drauf. Falsch, das war das falsche Fenster. Dann kann ich nämlich easy erweitern. Aber das zeigt er jetzt hier nicht an, oder? Und am Ende des Tages müsste ich eigentlich 4 haben. Der ist schon drauf. Dann müsste es der sein. Ist auch schon drauf. Ah! Das geht, wenn da Stau ist, ist nicht schlimm. Das ist Stadtbrothaus. Ach, der ist das. So, jetzt haben wir alle 4 drauf. Okay. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir können uns noch ein Fahrzeug locker kaufen dafür. Irgendwas Großes. ...128, nehmen wir so einen. So ein bisschen moderner. So, lass den fahren. Das dauert jetzt eh ein bisschen, bis der ankommt. So. Okay. Aktuell arbeiten 9 Leute da drin. In unserem absolut bestfunktionierenden Brot- und Versorgungsgebäude. Und das dauert natürlich 100 Jahre, bis da mal 8 Tonnen Essen zusammenkommen. Das darf nicht passieren. Der ist auf 180 Personen ausgelegt. Und wir haben das, also alle unsere Arbeitslosen könnten hier sofort instant arbeiten. Wie gesagt, hier werden wir sehen. Ja, kommen natürlich nicht so viele Arbeiter, aber 8 ist schon mal okay, ne? Also 50 wäre mir lieber, aber das werden wir hier nicht hinbekommen. Weil die Leute gehen auch irgendwann nach Hause, ne? Und das ist schlecht für unsere dauerhafte Produktion. Ich hoffe unglaublich sehr arg, dass das besser wird. Neue Straßen werden halt irgendwann auch mal toll, ne? Da bin ich aber dann tatsächlich so der Typ, dass ich dann hergehe und sage, ich kaufe mir ein Bauamt, das nichts anderes tut, als Straßen zu bauen. 11. Ja, das dauert halt. Wir haben die Leute, wir haben die Kapazität. Wir müssen nur die Leute hinbekommen. Ja, aber hier von dem ewig vollen Kornspeicher, das muss einfach nur produziert werden. So. 11 ist halt echt nichts, ne? 5,4 Tonnen. Dauert es ein bisschen, bis der neue Gelenkbus kommen kann. Weil der muss bestimmt erst tanken fahren, bevor er Leute abholt. Gucken wir mal. Nee, also das können wir so nicht lassen, Freunde. Das geht ja auf keinen Fall. Zwei Stück noch drauf auf die Linie. Custom Lines. Einer los. Einer wartet kurz. Der zweite auch noch weg. Okay. Keine Ahnung, welcher der Brothausbus ist, ne? Passagierringlinie. Lebensmittel haben wir ja auch noch einen. Schaut es im anderen brotverarbeitenden Betrieb aus. 70 sollen da arbeiten. Erhöhen wir halt auch mal auf 100. Die können nicht so viel arbeiten, weil die nicht so ein gutes
nicht so einen guten Bauernhof da am Start haben. Einer ist jetzt noch da. So. Drei. Okay, sieben. Es wird jetzt, wenn da immer wieder einer kommt, bin ich zufrieden. Und die stehen halt die meiste Zeit eh nur gelangweilt in der Gegend rum. Okay, wenn hier Leute reingehen, bin ich ja gar nicht mehr böse drum. Wo geht ihr hin? Ihr geht auf das Feld. Da kann ich nichts verändern, ne? Die helfen mir einfach mit. Außer, dass ich hergehe und sag, okay. Die sollen, gehen ja eh nur zu den zwei Gebäuden. Und dann sollen halt 70% sollen zu dem einen Gebäude gehen. Probieren wir es mal so. Mal ganz kurz, das mit dem Sprit ist eine gute Idee. Müssen wir noch ändern. So, machen wir kurz hier das Ding mitnehmen. Und dann fügen wir das hier hinzu. Und dann ändern wir das Ding hier. Kaufen deutlich weniger Benzin ein. Aber so viel, dass wir auf jeden Fall trotzdem hier noch immer Betriebe aufrechterhalten. Das ist Lebensmitteltechnik. Lebensmittelbetriebe sind immer wichtig, dass die laufen. So, jetzt sind hier auch mal ein paar Leute drin. Ja, es wird schon ein bisschen schneller, aber so arg viel schneller ist, geht das halt auch nicht, ne? Jetzt sind hier, wenn wir gucken, 10 Leute. Jetzt warten wir einfach mal ganz kurz ein bisschen, bis sich das ein Ticken eingespielt hat. Wie schaut die Lebensmittelgeschichte aus? 50, also Lebensmittel auf jeden Fall wieder so bei der Hälfte angekommen. Wir haben immer noch, wir haben gleich die Talsohle, glaube ich, von den Kindern. Danach, wir haben noch unfassbar viele Kinder, die jetzt noch erwachsen werden können. Aber Babys sind halt auch noch da. Na gut. Bisschen. Mal gucken. Vier, jetzt kommt ein neuer Bus. Der hat, oh, der ist gut mit Passagieren. Ach so. Der will hier gar nicht hin. Warum fahren hier 64 Passagiere mit? Keiner weiß es. Okay. Der bringt niemanden. Das ist schön. Das ist viel. Das hilft uns auch bei den Brötchen sehr. So, 7 Arbeiter. Das ist auch schon mal was. So. Gut, hier funktioniert es ja. Solange da Leute arbeiten, wird auch hier immer wieder weiter schlückchenweise was rausgeholt. Das ist ja nicht so gut, ne? Ja, jetzt kommt die Sache in Wallung, Freunde. Jetzt geht's hier rund. Jetzt sind auch mal unsere ganzen Ameisen unterwegs. So. Okay. Das ist ja cool. Ich mag das. Das ist sehr entspannend. Das Schöne ist, es lädt halt hier auch mal ein bisschen was aus. Und damit brauchen die auch nicht so ewig stehen, weil die auch endlich mal ihr Futter abgeben können. Oh, aber das könnte irgendwann zum Problem werden, wenn das zu lange so produziert. Obwohl, die Ameisen kriegen sie eigentlich relativ gut gebacken, ne?
Kriegen das relativ gut gebacken, ne? Zack, wieder was abgeholt. Schön, Hauptsache es funktioniert. Hauptsache Essen kommt und das Volk. Und das Gute ist, dadurch wird hier halt immer wieder mal was... Ich will halt nach Möglichkeit keinen LKW hier haben, der voll rausfährt. Ja, ein bisschen was. 8 Tonnen hat er noch dabei. Der ist halt komplett voll. Und das müssen wir halt jetzt abarbeiten, dass hier die abgebenden Fahrzeuge wenigstens auch mal ein bisschen was wirklich abgeben können. Aber wenn jetzt wieder keiner hier ist, dann ist das schlecht. So. Weil, wie gesagt, wenn hier 0 Leute arbeiten, dann sind halt einfach 0 ist wenig. 10. 23. Bitte lass den auch da reinfahren. Das wäre toll. Ja, jetzt. Lass produzieren. Kommt der nächste. Einer. Ja gut, einer ist nicht viel, aber schon besser. Als 0. Gut. Gut, natürlich haben wir jetzt auch das... Wir müssten jetzt mal ganz kurz gucken, wie schaut die Demografie jetzt aus? Ich weiß nicht, was hat man vorher gehabt? Ich weiß nicht, ob 154 ist. Müsste jetzt ein bisschen besser sein, ne? Jetzt werden wieder, lass bitte wieder Kinder geboren werden. Das wäre toll. Das ist toll. Wir steigen wieder. Ja! Okay. Konnten an keiner Sportart teilnehmen. Okay, wenn ich jetzt... Es ist jetzt nur eine Frage, vielleicht, das mache ich jetzt dann mal... Das überlege ich mir nach der Folge mal. Vielleicht ergibt sich das für bis nächste Folge. Mal schauen. Ich überlege gerade was. Mal gucken. So, hier stehen doch ein paar Leute rum. Hier fühlt sich's auch gut aus. So. So. Wie schaut's hier aus? Hier ist auch gut voll. Wie schaut's da aus? Ah, Essen ist da. Kann auch diesen Überdruck vor dem Laden relativ gut halten. Wie gesagt, jeder, der was zu beißen bekommt, ist natürlich ein glücklicher Burger. So. Okay, also die wir steigen jetzt quasi neugeborene Kinder. Gibt es jetzt auf jeden Fall wieder ein paar mehr. Aber wenn man das hier anguckt, dann sind wir jetzt quasi auch wieder auf einem aufsteigenden Ast. Das wird natürlich trotzdem einen demografischen Bruch in unserer ganzen Gesellschaft geben. Das ist aber so. Und damit können wir umgehen. Mal kurze Frage. Da sind tatsächlich Leute in dem Kirche drin. Ich frage nur aus Gründen. So. Gut. Jetzt sind da halt ein paar viele. Da kommen immer mal so pulkartig ein paar mehr. Aber hier 25 konnten keiner Sportart teilnehmen. Das ist ja traurig für euch, ne? Aber es interessiert mich jetzt eigentlich weniger. Außer wir können hier vielleicht auf die Schnelle nochmal so einen Sportplatz hinballen. Weil, ne, stopp. Das wäre halt schon für die irgendwie schon wichtig. Die sagen zumindest immer, es ist für sie wichtig. Ist der Fußballplatz kleiner? Nee, ne? Der müsste aber eigentlich auch erreichbar sein hier. So, Tennis. Den kriegen wir aber nirgendwo hier noch unter, oder? Nee. Da kriegen wir nicht mehr unter. Außer vielleicht hier und dann bauen wir hier noch ein Stresschen drauf.
Wobei, das braucht es gar nicht so. So, machen wir das mal so. Ab dafür. Sollte reichen. Gut. Okay. Ja, hier kommen ein paar Leute an. Das ist doch schön. Essen ist auch wieder geliefert worden. Also das mit dem Essen wird jetzt besser. Wir haben auch niemanden vom Laden stehen. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich die Essensgeschichte sollte jetzt stabil steigen. Jo, das tut's auch. Zufriedenheit ist auch wieder auf einem relativ hohen Niveau. Für uns zumindest. Die Todesfälle waren Anfang des Jahres noch höher. Wie war es denn letztes Jahr? Da ist das Ende letzten Jahres ist das Essen abgerauscht. Und auch da sind die Todesfälle sprunghaft angestiegen. Das ist natürlich das Ding. Das war ist ein Jahr lang richtig schief gelaufen. Aber jetzt können wir es klären. Ne? Es gibt wieder was zu beißen. Ist alles da. So. Okay. So. Wie schaut es jetzt hier oben aus? Ja, immer noch wenigstens ein paar Leute, die hier dauerhaft arbeiten. Es ist ja noch nicht mal ein Bus da, der da abholen wollen würde. So. Gut. Man muss immer dran denken, dass wir eigentlich ja für mehr als das Doppelte an Einwohnern hier auch die Kapazität ausgelegt haben von unseren Bussen. Das dauert natürlich jetzt eine ganze Weile, bis die wieder da ist, ne? Und das braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, damit das wieder ein bisschen hochgehen kann. Schaut hier aus. Patientenkapazitäten reichen auch hier völlig noch aus. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf einen letzten Meter. Hier hinter. Und guck mal, wie es mit der Chemiefabrik aussieht, weil die ist ja für uns essentiell. Hier wird gebaut. Schön, hier wird auch Beton geliefert. Das ist noch schöner. Und es sind Leute sogar da. Okay. Das ist ja toll. Hier sind auch Leute. Ja, Leute. Hier ist auch jemand. Verrückt. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal. Dieses Jahr Kinderrate steigt wieder an. Okay, sehr schön. Okay. Na gut. Na gut. Wenn die Produktion wieder anläuft, kommen die Leute auch wieder langsam zurück und gehen wieder auch an die Essensproduktion. Die Essensproduktion sorgt dafür, dass die Zufriedenheit steigt. Wenn die Zufriedenheit gestiegen ist, dann kriegen wir wieder Nachwuchs. Das wiederum erhöht den Kreislauf an neuen Arbeitskräften und so weiter. Dann geht es wieder rund. So. Okay. Okay, wir gucken jetzt einfach mal, dass das wir jetzt langsam, aber sicher wieder auch langsam ansteigen kann. Wenn natürlich jetzt auch dieser Kernstau beseitigt ist, dann arbeiten ja auch Leute wieder für den Export. Wenn Leute für den Export arbeiten, kriegen wir auch wieder Geld in die Kasse. Das ist wichtig. Okay, so oder so sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Bis dahin, haut rein, euer Zwerg auf Zwergtube. Ciao! To lay around the house and daydream till the afternoon, thinking about the times that we had when this was all that we knew, when this song was still new, when this all